Herzlich willkommen zum RSO-Reisen-Highlight-Video des Auswärtsspiels unseres TSV Steinbach-Haiger bei Eintracht Trier. 2150 Zuschauer waren ins Moselstadion gekommen und sahen direkt einen dominanten TSV. Hier der Freistoß von Gianluca Korte in der Mitte, zu kurz abgewehrt. Sören Eismann mit dem Rücken und dann Benny Kirchhoff und Tor! Wie schon vor Wochenfrist in Kassel trifft unser Innenverteidiger für unsere Mannschaft. Hier ist es der 1:0 Führungstreffer in der 6. Spielminute. Hier sieht man nochmal schön, wie der Ball von Eisigs Rücken zu Kirche kommt und der aus der Drehung ins Tor. Und so ging es auch direkt weiter. Unser TSV löst sich gut hinten beim Spielaufbau. Gianluca Korte sieht Frank Tehe. Verlagert auf der Seite. Frank Tehe hat allen Platz der Welt, geht in den Strafraum und Tor! 11. Spielminute, 2:0 für unseren TSV. Nach einem super Spielaufbau und dieser tollen Verlagerung von Korte, natürlich auch mit der Hilfe des Außenverteidigers, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und da der eiskalte Abschluss. Und es sollte nicht der letzte Treffer von Frank Tehe an diesem Tag sein. Aber man muss sagen, die Fans peitschten ihre Mannschaft trotz frühem Rückstand nach vorne. Und hier ist Schacht, der zieht ab. Kevin Ibrahim mit der Fußabwehr. Kopfball und wieder Kevin Ibrahim zur Stelle. Zweimal gehalten und so ging es weiter. Die Eintracht hatte auch die nächste große Chance dieser Begegnung. Hier schöner Spielaufbau von Trier. Direktpass, hier geht Rot. Spielt nach außen auf Heinz. Heinz geht, flankt, Zvetkovic, Tor. Das 1:2, 18. Spielminute und hier nochmal die Wiederholung. Zvetkovic sich gut durchgesetzt in der Mitte und schiebt den Ball unhaltbar ins Netz. 2:1, nur noch die Führung für unseren TSV in dieser Phase. Jetzt hat das Spiel erstmal eine schwächere Phase gehabt und dann kam die Aktion. Kevin Ibrahim auf Frank Tehe, der bekommt nochmal den Ball zu Paul Stock. Der lässt einen Gegenspieler stehen, flankt in die Mitte und Frank Tehe, Tor! Zweiter Treffer von Frank Tehe und das in super Zusammenspiel mit Paul Stock. Hier sehen wir das nochmal. Es war schon die zweite Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte und da ist der Ball im Tor. Aber wer dachte, das wäre die Entscheidung, der sah sich erstmal geirrt, weil die zweite Hälfte beginnt mit einem Freistoß für Eintracht Trier. Kevin Schacht, die 28, nimmt sich den Ball, zieht ab, abgeblockt von der Mauer übers Tor. Das zeigen wir euch, weil auch die Ecke danach so gefährlich wird. Der Ball kommt gleich in die Mitte. Am ersten Pfosten kommen wir zwar an den Kopfball, können aber nicht klären. Noch ein Kopfball und dann kommt Maurice Roth. 2:3, 47. Spielminute. Eintracht Trier verkürzt erneut und ist dran. Und jetzt kam natürlich die Stimmung im Stadion, die Fans, die kamen zurück. Aber unser TSV konterte das eiskalt aus. Hier geht der Ball auf die rechte Seite. Eismann auf Vierrad, der flankt. Tehe ganz frei stehen, Kopfball noch super gehalten. Korte in die Mitte und Tehe schiebt den Ball ins Tor. Da hilft auch der Reklamierarm von Heger nichts. Hier nochmal die Situation. Tehe kein Abseits, Korte ganz frei, schiebt quer und dann muss Tehe den Ball nur noch ins Netz bringen. Das ist das 4:2 gewesen und das war auch die Entscheidung, denn danach verflachte Trier etwas und Korte hätte hier beinahe den 5. Treffer nachgelegt. Schönes Solo, aber knapp am langen Eck vorbei. Aber in der Situation wird jetzt der 5. Treffer fallen. Paul Stock geht zu Boden, es gibt Vorteil. Der Ball geht auf die rechte Seite. Frank Tehe 1 gegen 1, setzt sich durch, flankt in die Mitte und da kommt Jonas Singer. 1,75 Meter, geballte Kopfballpower. Mit dem Flugkopfball köpft er den Ball in der 61. Minute zum 5:2 in die Maschen. Und das war aber auch noch nicht der Endstand. Denn in der nächsten Situation kriegt Jonas Singer wieder den Ball. Von links legt ihn sich auf den rechten, zieht in die Mitte, flankt rein. Arif Gütschgü und der verlängert den ins Tor. Joker-Tore. Erst Jonas Singer, jetzt Arif Gütschgü. 6:2. Das ist dann auch der Endstand in dieser Partie. Obwohl von Eintracht Trier dann auch nochmal eine Torschance kam.
Aber da konnten die Hausherren nichts mehr am Ergebnis ändern. Man merkte auch schon die Frustration im Stadion. Es gab sehr viele gelbe Karten. Und hier nochmal Sven König. Der spielt aber eher Billard und kein Problem für Kevin Ibrahim. Und so endet die Partie mit einem 6:2 Auswärtssieg unseres TSV im ersten Spiel im neuen Jahr in der Regionalliga Südwest. Und die Pressekonferenz könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen. Die haben wir da extra eingestellt. Ansonsten die Woche zwei Heimspiele, Mittwoch gegen den Balinger SC und Samstag gegen Wormatia Worms. Da hoffen wir natürlich auf eure Unterstützung bei uns am Haarwasen.